So, willkommen zurück. Läuft alles? Jawohl, zu Dark Souls Remastered. Hier, Facecam, guten Tag. Jo, Lars, Sören und Hannes sind am Start. Let's get tilted by the Hackfuck-Duo. Ja, genau, nachdem ich jetzt ein bisschen 176 stärker Tode, bin, by the wir way. am Ende. Wie viel Tode? 176. 176, alles klar. Nachdem wir das letzte Mal noch ein bisschen gelevelt und anderes Zeug gemacht haben und ich jetzt meine Waffe nochmal geupgradet habe und ich jetzt erstmal wieder hier bei den Silberrädern kurz reinkommen, versuchen wir die Boss gerade nochmal. Dicke Schuhe. Gut, das habe ich immer noch drauf. So, denn ich glaube, du warst das letzte Mal nicht da, Hannes, ne? Ja. Ich habe den Aito jetzt auf plus 10. Ja. Ich habe jetzt die Silbergitterrüstung und bin damit trotzdem so schnell, weil ich hier den Ring habe. Ich habe den Havel am Ende noch weggehauen. Dann habe ich den. Ja. Die Hydra ist tot jetzt. Ich habe. Bin beim Wald komplett durch. Habe mir den komplett angeguckt. Bis auf den Boss halt. Ich habe den Moonfly, den. Genau, den Butterfly letztes Mal dann noch weggehauen. Aus Frust. Als einfachen Boss und genau. Jetzt am Ende bin ich dann wieder hierher gekommen. Oh Gott. Mag ja was, mein Greifarm jetzt. Ich glaube, den müsste ich mal ölen. Der macht schöne Geräusche. Alter, mich Greifarm, what the fuck? Greifarm. Ja. Ja, ich habe mir hier so Factorio-mäßig meinen Tisch aufgebaut, dann schiebt er mir den immer ab und zu so rüber auf dem Laufba vom Laufband aus. Doch mal. Ja, er steckt mich mal direkt wieder durch die Säule durch. Aber fühlt sich vielleicht gerade wirklich so wie so Gegner, die Brocco und Mjalmer vor sich hatten. Das ist groß verhältnismäßig. Weil die Körperproportionen eher alles neuer Charakter sind offensichtlich. Was? Dachte Ornstein, nicht Smaug, hat so die Körperverhältnisse von deinem neuen theoretischen Charakter. Ja, nee, der ist zu groß. Ja, ich helfe das. Eyo! Nö, 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 nö. Ach ja, erstmal auch nicht die Pike polieren. Schön ein bisschen Dark Souls Soundtrack genießen. Oh. Okay, wie ging der jetzt durch? Lieber Harry. Gut, die Taktik ist ziemlich. Du kannst aber die Säulen nutzen, um die beiden zu separieren. Das hab ich. Der nächste Hit. Die Separé? Der Blitz ging jetzt durch. Ich mag Ornsteins Speer. Mhm. Hätt's gerne, gell? Hm. Der ist schon lang und pieksig. Vor allem er ist Drachentöter, also es ist bestimmt ein richtig geiler Speer zum Drachentöten. Brocco könnte den gebrauchen.
Naja, er ist wieder da. Er ist wieder da. Gutes Buch. Ja, okay. Oh. Da wollte ich eigentlich weglaufen. 177. Erinnert mich doch, ich sollte auch mal in den Stream rein. Oh nein, das Katana. Alter. Muss es reparieren. Mit dem Bosskampf kann ich das gar nicht gebrauchen. Wenn er diesen Move macht, um die, ja, um wieder hier nah ranzukommen, das ist das Problem. Das könnte ich die schon getrennt lassen, aber selbst der fette Smoke kommt da relativ schnell wieder ran. Er hat nur dicke Knochen, Cody. So ein Fettschirm. So wie der einmal angeflitzt kommt, das ist so, wenn anfängt über 10 Grad zu werden und Sonne scheint, dann ist er so erstmal grün. Nachher wieder spannend, ich will wieder joggen gehen und dann werde ich da wieder 2% Sauerstoff, 98% Bratenfett in der Luft riechen. Ja. Nee, aber macht ja nicht mit Bratenfett die Spitze, da fehlt ja was ganz Wichtiges. Mimi! Grüße gehen raus an Andi. Tobi. Einfach ablegen, so Fragen. Tobi. Tobi. Oh, Tobi or not Tobi? Ja. Was denn? Alles gut. Komm ich grad. Tobi, was denn? Von dir, was denn? Alles gut. Ich höre gar nicht mehr, was er da redet. Ich fokussiere mich nur noch aufs Spiel inzwischen. Ich habe überlegt, ob ich kurz eine DSA-Frage stelle. Naja, ihr kriegst du nicht beantwortet während der Bossfight. Alles? Ja? Alles? Ja? 21! Cool! Weißt du, was so viel lustiger ist als 21? Was denn? 22! Das ist so das Problem bei der bei den SpongeBob-Analogien. Ich wüsste nicht, wer von uns Patrick sein sollte. Da haben wir zu viele Contender.
Also, ich glaube so, Fabi und Beckmann werden auf jeden Fall Thaddäus, die permanent genervt sind von unserer dummen Scheiße. Tobi weiß ich nicht. Obwohl, Beckmann in Character ist er eher Mr. Krabs. Geld. Ja. Geld. Ich mag Moneten. Ja. Ich meine, ich muss schon sagen, Brocco ist da schon ziemlich marktführend bisher auf das Recht mit Patrick alike. Also off-Character sehe ich uns eher alle als Patrick. Danke. Ja, so eine Mischung aus Sponsor vielleicht noch. Aber Hannes, so, Hannes ist doch eher so Sponsor, der langsam durch mich zu Thaddäus digitiert. Immer mehr innerlich abstirbt und abstummt. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Das wird den Stolz. Und wie ist das, wenn man so einen schwierigen Boss macht und deine Leute eigentlich nur voll verschallert auf Scheiß labern? Ja, das ist. Belastend ist das immer. Wenn ich meine Belastheit gerade gesehen habe bei der Waffe. Oh Gott, ich bin Cornet. Das war's. Oh, oh. Ja. Steh dich nicht, Gas, keine Ahnung, was du gesagt hast. Du nutzt AB aus der Belastungsgewöhnung. Ich bin noch nicht belastungsgewöhnt, was sagst du, was angeht. Aber uns. Du wirst DSA angehen. Und allgemein uns. No doubt with Don't Speak. Also, oh, wenn man Spotify fühlt meine Stimme. Don't speak! I don't want your baby. Don't tell me cause it hurts. Don't speak! Don't speak! Ich hab keine Estus Verkurs mehr, ich bin tot. Das neuer Schokoriegel. Ja. Ist mal aussehen auf Perry gekommen. Komm, trenn dich mal kurz von deinem Partner. Ja, so ist richtig. Hat sie gestern auch gesagt. Ja, Alter. Was ist denn hier dein Text, oder? Nicht hingerichtet, wo ich gerade. Aber der Ornstein hat schon gut gegeben. Sehr gut. 178. Ich war gestern Opfer. Sehr Fortschritt. Und ich werde auch regelmäßig, glaube ich, Opfer bleiben. Vermutlich. Und der 16 Seelen brauchst du zum Reparieren, okay, dann. Ja, das hast du im Bar. Das hast du rumliegen. Guck mal ganz kurz, wie geht's dir, Schwert? Was sind die Schokoriegel? Mein Liebeszeit. Die ist nicht regelmäßig seit ich mit dem Spiel. Belastung, was soll das? Lass mich doch. Nee. Ja. Tell me cause it does. Wir spielen jeden Samstag DSA. Und ich sitz wieder vor PC. Spiel WoW. Während du Bossfights was singst, mir am besten. Das funktioniert dann wenigstens. Okay, ich warte, extra. Ich hab schon mehrere positive Dark Souls, während ich gesungen habe. Besser besiegt als vorher, also ja. Oh. Oh, mein Schwert ist wieder ganz, ihr könnt mich jetzt mal. Ey, der Refrain ist bereit. Okay, ich darf jetzt zurückgehen. Ich glaube, muss nämlich voll Essensverkurs rein, sonst macht es keinen Sinn.
Erst tu's. Mein Refrain brennt unter der Hand im Schnee. Geh mal zum Boss. Ja, wenn der Lappen hier liegt, so. Sehr gut. Nur nicht, dass der mir Damage machen kann. Töten muss ich nicht. Da kann er jetzt play. Vor PC, spiele WoW, alles für die Morgen. Freunde sagt, sie geht. Steh noch vor PC, spiele WoW, alles ist in Ordnung. Ich mach einfach bläh. Mach PvP. Genau. Spiele WoW. Holt die Feuerzeug raus. Alle mal Feuerzeug-Emote in die Kommentare. Woo. Die extra zurückweicht, damit er wieder näher ans Morg ist. Ey, es ist. Onstein, ich will dich killen. Ich muss mich auf einen fokussieren, ich habe dich gewählt. Wow! Von der Naruto-Move. Naruto! Warum hat das getroffen? Bitte. Spiele WoW. Freundin sagt, die geht. Klopapier! Klopapier! Ist übrigens wieder knapp, die Leute haben alle einen Schaden, ey. Ja, das ist einfach gestört. Aber hol dir lieber Speiseöl, bevor es dein Nachbar ist. Ja, Speiseöl ist das nächste, was laggt. Mhm. Werkstätten lieben diesen Trick. Pommes, wenn ich rausgehe. Ja. Ja, die treffen lieber in den neuen Dieselschürten, die sind echt besser. Ja. Ach, jetzt wollte ich gerade angreifen, dann kommt der andere wieder. Tobi, darf ich mir ausnahmsweise einen Lebenspunkt mehr kaufen? Ich hätte gerne glattes Saal. Bitte. Von mir aus. Okay. Zwerg muss doch eh schon ultra viel haben. Ich bin halt fett, ich brauch viel AP, das stellt das dar. Ich mag einfach den Effekt, dass jedes Mal, wenn Rocco einen guten Wurf macht auf Prügeln, einfach mein Charakter instant tot wäre, weil sie so wenig hat. Wirklich jedes Mal kriegt er. Holy shit. Das ist. Warte. Staying alive. Staying alive. Mayahu. Das war veraltet, aber nah dran. Well, now wake up! Ah. Yeah, I know I'm gonna be. I'm gonna be. Ja, the Rowan wake up next to you. 250% HP von Helen. Cool! Wahrscheinlich auch 250% des Körpergewichts. Ja. Jetzt nein, alle! Ja, sind wir Insekt, deswegen ist er klein. Jetzt alle! Da, 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 da. Die wiegen ja nicht weniger als das Zell. Nur mal. Oh Gott, diese ganzen Ohrwürmer, mein Gehirn schmilzt. Ja. Die da will die. Oh Mann, die kleben so aneinander wie so Zecken, Alter. Jetzt geht doch mal ein bisschen voneinander weg. Dann sagen wir es so, ich hab das Gewicht tatsächlich ausgewürfelt nach den Grundlagen und hab dann 20 Steine einfach drauf addiert. Jawohl, der kommt, sehr gut. Wobei ich muss eigentlich nochmal 10 drauf machen, weil 10 für behäbig und 20 für Brettlerring. Hast du jetzt auf beides gegeben? Ja. Ja, behäbig ist die Voraussetzung, dass du die Fettleibe geben kannst überhaupt. Achso, okay. Also weglaufen ist keine Option, Leute. Außer es geht bergab, dann roll ich einfach.
Da muss ich noch Turnen lernen, dann klettere ich einfach auf dich drauf und fahre mit dir weg wie so, wie so ein Tanzbär. Schnell, wir müssen hier weg! Los! Merkus Braus, roll dich zusammen! Ei, ei, gum, gum! Numa, yay! Dito Stasi, Drago Sardinte! Rumänisch. Moldawisch ist es, aber egal. Das ist Moldawisch, ne? Ja, ist Moldawier. Wir würden der Grundschule mehr getrellert haben, ey. Das Tobi, kann ich aus einem Fass eine normale Waffe machen und keine improvisierte, wenn ich mit genug Handwerkstalent und genug Liebe da reinstecke? Keine Ahnung, kann ich das gar nicht entscheiden, ich will Bossfight. Die Sprache ist rumänisch, aber die Gruppe ist moldauisch. Ah ja. Bildungsauftrag für DSA erfüllt. Sehr gut. Benutzt das gerne als Anmachspruch. So im Club da geht sein: Hey Baby, wusstest du schon, Dragostea Dente ist rumänisch. Aber die Typen sind auf moldauisch. Na Tobi, ich hätte dann gerne eine Mechanik, dass halt wirklich Bier in dem Fass ist und ich das abzapfen kann, aber umso mehr ich abzapfe, umso weniger Schaden macht, weil das Gewicht geringer ist. Weißt du? Aber, Tobi, ich glaube, wir müssen... Warte, sorry, erzähl weiter. Es ist immer ein Kampf zwischen meiner Alkoholsucht und dem, wie viel Schaden will ich machen. Ob ich das trinke oder nicht. Aber die Chance ist relativ hoch, je nachdem, wann die Folge ausgeschreibt wird, dass es Moldau eh nicht mehr gibt. Damit, das ist nicht mal negativ gemeint, Tobi, sondern einfach nur, dass da so gerade aktuell weltpolitisch so ein, zwei Problemchen herrschen. Hashtag Dark Souls. Das ist korrekt. Da gibt es keine weltpolitischen Probleme. Da alles gut. Das ist eh schon alles aber. Genau, da ist es schon soweit. Ja. Dark Souls ist basically gerade Kiew. Papa, Dejani. Und Steen, du bist gleich dran. Nein, ich brauch dich nicht, Smoke, geh weg. Ach, schade. Da war kurz wieder. Es sind immer so Millisekunden, wo die voneinander getrennt sind. Wenn man die nicht nutzt, hat man gelitten. Da muss man weiterlaufen. Aber ja, schon vom Smoke kommst du hin von den Proportionen an ihnen, so wie er sein. Das ist ein Zwerg, ist in dem ich wahrscheinlich so groß. Ja, halt, abgesehen, also von den Proportionen, wie gesagt, nicht von der Größe. Klar, sind das jetzt Zwerge und du bist ein Schlumpf. Schon mal darüber nachgedacht? Aus Schlumpfhausen, bitte, sehr. Gibt es Samba de Janeiro für Just? Ja, gibt es. Kann ich jetzt sofort machen. Nice! Ist schon auf der Liste. Okay, dann müssen wir vorher aber auf jeden Fall WD-40 für unsere Hüften holen. Ich glaube, das brauchen wir dann. I like it like that. Blackpink. In the area. Nein! Wir passen eine Sekunde nicht auf und er macht einen Doppelhit und bist tot. Oh Mann, ich war so weit. Der Onsi war tot, fast. 179. Einen Tod habe ich noch, dann habe ich ihn free tot, weil ich scheiß Bestrafung an mir hängen habe. Was für Bestrafung? Wenn ich die nicht an mir hängen habe, habe ich eine Chance. Wenn ich die an mir hängen habe, war es das eh. Da kann ich gleich vorne rein einfach sterben gehen. Also die mit Kamera nach auf der anderen Seite, das könnt ihr vergessen. Da hielt ich in den Freitod. Also Leute, bei Psychologiestudenten zugucken oder allgemein so, ne, also ich bin über Analysen, ich glaube, voran uns kannst du komplett eine Doktorarbeit schreiben von dieser Gruppe. Also wir bieten uns da an, kannst du uns sponsern. Wollen schon was sehen? Ja, komischerweise fühle ich gerade keinen Frust, obwohl er mich weggemacht hat. Ich weiß auch nicht, diese Leere. Diese positive Leere. Weil ich habe Fortschritt gemacht und das frustet dann nicht so. Hannes, ich sehe da eine Konstante
von all deinen Charakteren. Was könnte das sein? From Software. Wenn ihr das hier seht. Ihr könnt mich nicht sprechen, auch wenn ihr es gerne hättet. Aber das sind jetzt Hass. Dark Souls zu bestehen. Was? Tatsächlich ist aber Hass auf Druiden ein Vorteil, weil damit machst du mehr Schaden an Druiden. Stimmt. Vorurteile gegen Druiden, das macht er. Ja. Ich weiß, ich arbeite dran. Oh, der hat durch den einen Bossfight jetzt schon hier vier. Oh. Vier ist das Ding verloren, ey. Mehr Magie, weniger Feuer, weniger Gewicht. Ne, bleiben wir bei dem. Hab's ja geupgradet. Ich muss jetzt nur rausfinden, wo ich die plus 15 Upgrades herbekomme, dann. Ich glaube, das kann es mir jetzt zum Problem noch nicht. Ich kann ihm halt keine Angst vor Nachteile geben, wegen dem Vorteil. Hm. Das ist das Problem. Sonst hätte ich ihm irgendwas gegeben, wie Angst vor Kartoffelkäfer oder so. Ja, aber Ängste, die kaum eintreten, sind dann auch ein bisschen cheesy. Ja klar, das gibt dann also ein AP oder so, aber das ist ein Charakter. Was ist gerade passiert? Egal, ich weiß, was ist. Also, man kann ja Angst davor haben, das ist fast einfach unrealistisch. Ich hab, also theoretisch habe ich schon Angst davor, dass ein Venus abfällt, aber es ist halt nicht so wahrscheinlich. Aber man kann trotzdem davor Angst haben. Ne, Lars? Ja, ich weiß nicht so anders. Was ich da denn jetzt gelesen habe, ist das ganz schön. Das kann schon passieren. Ja. Einfach so. Ich glaube, ich spontan den Blutrausch gehen. Oh das Gott, passen, gibt dir ja keinen Blutrausch. Was? Bitte keinen Blutrausch. Stimmt, stimmt. Ich hatte ja immer den Vorteil, dass sie das selber abschalten können. Ja, noch. Aber so ein Besowski-Zwerg. Hey, dafür habe ich sehr viel Willenskraft. Und das Beherrschung. Blutkörperbeherrschung ist eher mangelhaft. Die eine ist andere körperliche. Und Lebensmittelbearbeitung. Also ich. Lebensmittelbearbeitung ist auf Maximum mit allen Vorteilen. Tobi. Ja. Willst du damit etwa sagen, wir haben noch nicht genug interne Probleme in dieser Gruppe und jetzt also ich sehe ihn da. Go ham. Alles go ham. Go ham or go home. Ich bin einfach der Berserker, das Bier trinkende Berserker oder was? Ich sag mal noch, dass du Feuerspein-Level solltest. Hä? Ich sag mal, dass du Feuerspein-Level musst. Das Feuerspein ist halt nicht so stark in dieser Art Problem. Ja, aber es ist halt. Cool. Ich bin tot. Problem beim Feuerschwein ist, dass es nicht mal wirklich Regeln für den Kampf damit gibt. Die müssten wir uns vorher ausdenken, Tobi, dann kann ich es auch leveln. Es gibt nicht mal eine Waffe dafür. Ja, Feuerschwein so funktioniert. Ja klar, aber was hat es denn für einen Schadenswert? Welche Reichweite hat er? Ja, er macht brennend und dann halt ein wie, keine Ahnung. Ein wie vier. Ja, ja, das ist halt ziemlich wenig in unserer Gruppe. Ja, aber dafür ist es AOE. Das müsste man absprechen. Es gibt keine Regeln dafür, wie gesagt. Ja, das kriegen wir hin. Ja, 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 ich guck jetzt Gott, nicht Jumbo, leveln, ja, bevor wir ja, uns nicht abgesprochen haben, was für schön, dass du euren Sachen aber für mich versprichst, obwohl ich der Spielleiter bin. Das ist. ich weiß, dass du abgelenkt bist und dass du da flexibel bist. Dass du, du bist immer so ein Feuerball, Junge. Da muss die Glasphäre bleiben. Du bist als Meister halt so entgegenkommen, flexibel, kreativ und so. Deswegen dachte ich mir, ich kenne dich doch, da mache ich doch einfach schon mal, nehme ich dir die Arbeit ab, während du da gerade vor dir zwei Verschallerte hast, die da rumhüpfen. Aber nein, dann wird es halt auch wieder vorgeworfen. Der Typ hat einen Aim-Hack mit seinem Flying am Bienen sein, Alter. Oh. Der zoomt aber durch alle Statuen durch, so als wäre das nix. Take my heart and make me happy. Put me up, put me down. Heart and make me happy. Ja, 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 Coco Jumbo, ja, ja, yeah.
Ba, 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 da, 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 ba, da, da, da. Miau. 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 Oh nein, er kommt. Boah. Ich hab das Rauschen des Windes hinter mir gespürt. So, Nachtblind nehme ich mit. Nachtblind. Ja. Aber wir werden in der Nacht noch nicht genug Probleme haben. Ja, ich bin halt keiner von diesen Steinzwergen. Ich kenne mich da unter Tage nicht aus. Der kommt aus dem Auenland. Ja. Die saufen nur. Hm? Ja, ich bin halt so ein Hügelzwerg. Ja, genau. Das sind die Auenländer, genau. Kann ich mir irgendwo einen Nachteil für harte Füße geben? Nee, Stolzfüßen. Nein. Stolzfüße! Warte, komm mal her. Ey, dafür, dass wir so abnehmen, machst du die beiden nicht solide. Muss man einfach auch so sagen. Ah, ja, ja. Oh Mann, wenn er den Move macht, ist immer die perfekte Möglichkeit. Aber nicht, wenn der Smoke so weit in der Nähe ist. Die Säulen slowen den immer down. So. Wenn er an der Säule hängt, dann habe ich die Chance, dass der Ornstein alleine vorbrecht, so wie jetzt. Dann kommt aber dieser komische Running-Move. Warte mal kurz, wir haben nicht genug Charaktere mit gesucht, oder? Ach nee. Mittlerweile nicht mehr. Also mittlerweile nur noch ein. Ich meine, theoretisch könnten sich jetzt alle vielleicht so eine gewisse Form von gesucht geben, theoretisch. Ja, ich hab gesucht, weil ich zu Hause alle Biervorräte geleert habe. Ja. Ich bin das Kind in den Bierfeld im Raumfeld gefallen. Ja. Wir sind aber oben nix, Alter. Smoke ist auch so ein bisschen Obelix. I'm out of touch. I'm out of touch. Oh. War gesucht ein neuer Nachteil irgendwie? Ja, ja die gibt es in DESA 5 nicht. Den habe ich konvertiert aus DESA 4. 8, 16, 24. So viele Nachteile. Die findest du auch auf unserer neuen Vor-Nachteil-Liste, da habe ich auch schon die AP und so weiter notiert. Ich kann dir das auch so nicht sagen. Was ist eine neue Vor- und Nachteil-Liste? Sorin, kannst du mir den Link schicken? Du hast sie doch bestimmt. Nein, die ist in diesem Regeldokument hinten an der letzten Seite. Da ist noch nicht so viel drin, aber da kommt dann auch bald das ganze Zeug von wegen der Vereinigung, was ich umkonvertiere. Das mache ich extra für die Chance. Ja, sehr gut. Also die halt Sinn machen fürs gestern mal, normale Game. Schon mal die Werte ausgewürfelt, habe ich Sorin schon erzählt. Also, wenn ich das Glück gestern gehabt hätte, hätte ich, glaube ich, den Pechpunkt nächstes Mal bekommen. Das Ding ist aber, bei den Auswürfeltabellen ist hoch immer gut, was komplett konfus ist bei DSA. Ja. Versteht auch nicht so ganz. Ja, jedenfalls, da muss man jetzt vom Laufen aufpassen, dass man nicht drauf geht und stolpert so nach den Würfeln, aber hey. Ich stelle mir den schon sehr gut vor. Eigentlich kann ich ja meinen Nachteil mittlerweile ja steigern. Mittlerweile ist das ja auch ganz Aventurien, merke ich gerade. Ja. Aber nie. Meine linke Hand tut lange am Weh von lang ganz an den Weg drückt halten. Mein linker Finger oder was? Weniger Blocken, mehr Dodge. Ich halt meinen. Was soll das jetzt heißen? Ich mach beides! Ich bin immer! Ja, ich hab halt. Ich krampf halt einen Controller während den Bossfights immer so, weil ich so angespannt bin. Das war City gewesen, ne? Out of Touch und so, ne? Ah, da kommt ein Strahl. Der Strahl ist halt einfach Homing Missile, Alter. Dass der durchging, halt ich für ein Gerücht. Ich bin voll in seinen Speer gegiftet, das war ein großer Fehler. Nein! Jetzt nicht! Ja, mach nochmal. Nein, nicht der Move, der hat mich schon dreimal umgebracht. Bleib weg! So ist nett. Ja, schön gegen die Säule ballern. So, ist das lieb. Ja, geblockt gerade noch so. Da kommt der nächste Strahl.
Okay, er kommt angeflogen, Achtung. Von rechts. Sehr gut. Onsti, du musst noch zweimal dich kurz vor deinem Partner erlösen, dann wirst du getötet. Dann bist du erlöst. Dann kümmerst du dich nur um deinen komischen Kumpan kümmern. Der dann wahrscheinlich voll abjietet. Weil ich den Bossfight halt schon kenne. Oh nein. Hadouken! Hadouken! Oh, ja. Er geht Z. So. Hier konnte mir ihn. Ja, ihr müsst echt tolle Freunde sein. Ihr beiden. Gewesen sein. Richtig nutzt. Richtig, der Nutznießer, der Typ, ich sag's, wie es ist. So, dann zeig mal dein neues Moveset. Ich bin drauf gespannt. Say, that's what people say. Shake it off! Shake it off! Oh, oh! Heute ist einfach gute Laune, man merkt, die Sonne scheint, blauer Himmel. Hey, jetzt spammt er den Move aber auch, ne? Alles geht wieder darauf auf, verschalakte Charaktere zu erstellen. Ja, also ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis, ich bin Namensverdreher und ich überlege gerade, ob ich noch falsche Namen einfülle. Oh nein, dann für das dann auch noch so diese geheime. Ja, wir haben hier eine mit einer Geheimidentität. Schmelena Schmelisia, okay. Nee, ich nenne mich halt im Zweifel Clara, oder so. Olga, Bert. Ja, also ganz ehrlich, ich bin ideal, um deine Tarnangriffe beizubehalten. Ich kenne deinen Namen eh nicht. Manfred. Hildegard. Günther, ja. Hildegard. Vielleicht der Angewohnheit als falscher Name. Und Lars ist wie immer Lars. Der ist immer gut gelaunt. Der ist ein wahrer Sonnenschein. Das ist korrekt. Ein wahrer Brunnen der Freude, dieser Lars. Danke, danke. Ihr könnt aufhören zu klatschen. Aber bitte das Clap-Emote in den Chat. Für Lars. Mit Chat mache ich die Kommentare. Kann man auch Emotes posten. Genau. Wenn bei FromSoftware Spielen Schläge nicht durchklippen würden, dann wäre es so einfach, ich weiß, aber dann wäre es auch nicht so scheiße. Ja, das hat, also mal bei Dark Souls 1 kann ich verzeihen, finde ich, weil es zu der Zeit rauskam, fand ich es okay. Aber ich fand, spätestens bei 3 hätten sie manche durch die Wand Hits und so auf jeden Fall hätten fixen können. Und wie gesagt, mein Problem ist immer noch das Unlock-System. Das ist schon manchmal echt eine Diva. Mir ist auch bewusst, dass das, glaube ich, sehr schwer umzusetzen ist. Ja, vor allem die Engine halt alles. Ja, Kamera allgemein, eine gute Kamera ist, glaube ich, echt sehr schwierig, weil gute Kamera sehr menschlich subjektiv ist, glaube ich. Daher ist es da, ist ja nicht immer, du hast nicht mal so möglichst viel zu sehen, sondern da ist so viele Sachen, die da einspielen. Ich meine, wir sind ja nicht mal bei N64 Zeiten, wo du bei Mario 64 die ganze Zeit die Steuerkreuze hämmern musst, damit du was siehst. Aber ich muss sagen, Mario 64, die Kamera ist immer noch top-notch, muss man einfach sagen. Ja, das stimmt. Also klar, du hast die Probleme. Ist sehr genau. Ja. Wenn du sie doch dann richtig umstellst, ist sie genau. Bei Legend of Zelda spielen hast du da auch immer schon gute Kameras gehabt. Irgendwie noch Time und so. Ah, Nintendo kann das, muss man ihn lassen. Ja, also, ne, man muss einfach sagen, bei Mario, das musst du halt sagen, dass das Mario ist immer in der Mitte, ne? Also du kannst dich darauf verlassen und so, dass der immer in der Mitte des Bildschirms ist, genau drin und so, alles präzise ist, das muss man den einfach lassen von allen. Das hast du nicht in vielen Games.
Man muss aber auch einfach, wie gesagt, sagen, es gibt sehr viele, die mit Kameras einfach strugglen, vor allen Dingen in engen Gebieten. Cyberpunk fällt mir ein. Na gut, Cyberpunk. Internisten. Gut. Tobi? Ja? Ich würde mir gerne nach der Schlafwandlung und nach der Schlafesser gehen. Ist das okay? Ja, mach. Gönn dir. Nach der Schlafesser müssen wir aber finden. Ach so, der ist ja neu. Schlafwander ist ja eine abgewandelte Form. Die habe ich ja auch. Ne? Kannst ja einfach Schlafwandler nehmen. Also ich verputze meine Rationen, wenn ich schlafe. Geil. Ja, könnt ihr finden, wir da. Prerequisite dafür ist Schlafwandeln, das hast du ja dann und genau. Ja. Gibt es nochmal 5 AP oder. Warte, Schlafwandler gibt. Nee, Schlafwandler gibt 10, aber jetzt die 3. Dann nochmal 5, genau, für den SR nochmal 5. Jetzt trage ich da die Tabelle ein, dann kann es jeder nehmen, wenn er so liegt will. Schlaftrinker ist Bokur. Na, das wäre ja auch, aber. Der wacht kurz mal auf, als er einschläft. Bokur ist einfach nur Trinker. Immer Trinker. Okay, dann ist jetzt mein Nachteil Tab aus. Ja, Tobi wollte es so. Er wollte, hat ja gesagt, für jede negative Eigenschaft des Charakters will er es am besten auch in der Nachteile abgespiegelt haben, damit er das Buch besser rauslesen kann. Jo. Und then he got this. Warum hat da gerade oben das Speichersymbol aufgetaucht, nachdem er gesprungen ist? Weil es einfach zeitlich ab und zu speichert. Achso. Ja! Oh, weia. War solide, muss ich einfach sagen. Trotz des ganzen Quatschgelabers, aber ich weiß nicht, ob es dich eher noch bestärkt hat, als geschadet, dass wir die Scheiße gelabert haben. Gefühlt hat es dich gebufft. Ja. Puh. Mhm. Ja. Willkommen in Dark Souls, jetzt fängt das Spiel erst an. Alter, warum sagt es jeder? Ich weiß, dass das Spiel, nachdem hier noch 4-5 Chapter hat und ein paar Elite-Bosse, die Endgame sind. Weil viele Leute sagen so, ab jetzt wird's schwer und man schafft es trotzdem. Dann so, ja, aber jetzt wird's richtig schwer. Na, ab jetzt wird's schwer. Na, jetzt ja, wird's schwer. Aber ich kenne ja so die Gebietübersicht. Gibt halt ein paar Pop-Signale, wenn du die weglässt, ist nicht mehr so viel. Insgesamt. Ich finde auch wirklich, nach dem Kampf hier fängt so nochmal ein neues Chapter an und halt, es ändert sich noch ein bisschen was so. Ja, ich kriege jetzt halt die Lord-Wessel, das hat er ja erzählt, der Fram. Fram? Also jetzt hast du so langsam ein Ziel, sag ich halt mal. Und der Endgame-Content schaltet sich quasi frei, so weißt du. Ganz kurz, Jungs, ihr müsst mir bitte. Das musst ihr mir bitte trotz allem sagen, auch wenn ihr Sonderregeln und so alles habt. Sagt mir nicht, dass ich in den DLC reinstolpere, weil ich will den nach dem Hauptspiel machen. Ich will die getrennt als Let's Plays. Ja, deswegen sagt mir bitte, wenn ich in den DLC reinrassere, ne? Weil ich weiß, was DLC ist, was nicht. Ja, werden wir, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Okay. Dass du da versehentlich reinläufst. Ja, in Dark Souls 1 muss man schon sehr aktiv und 2 auch noch. Also es ist schwer, da außer den reinzustoppen. Ich überlegen, bei Wirklichkeit wollte ich leveln, nochmal wegen dem Katana. Und jetzt kann ich mal Kondition, damit ich mal ein bisschen rollen kann. So. Ich glaube, du hast auch noch genug. Mach doch nochmal, was du machen darf. Sturmangriff. Aber danach bin ich sehr außer Atem. Sturmangriff war, du musstest Vorstoß und Wuchtschlag, glaube ich, haben. Okay, das eine habe ich, da brauche ich das andere. Aber es geht nur nicht für alle Waffen, ne? Ganz wichtig. Nee, also so, ich habe leider keine. Die Waffen sind aber dabei. Ja, okay. Ich dachte, du machst das mit der Faust. Hätte ich aber auch. Ich habe leider keine normalen Seelen mehr. Gilt mein Bauch als Hiebwaffe? Nee, eher Stoßwaffe, würde ich sagen.
Das Ding ist halt, bei den Seelen, ne, hier, bei den besonderen, ich weiß halt nicht, ob die Waffen, die ich da rausbekomme, wirklich geil sind, wenn ich die haben will, so. Wenn ich die eh nicht haben will, dann könnte ich es auch konsumieren, aber ich kann das, sehe das ja nicht. Das ist korrekt. Das ist die Horcrux. Weil wenn der, guck hier, Henker Smoke, da kann, Smoke, da kann ich mir schon denken, vielleicht ist es ein Hammer, so. Aber ich will keinen Hammer. Der Hammer, ne? Ja, aber ich will keinen Hammer, also, aber ich sehe nicht mal, wie viel Sehen das bringen würde, also, es steht ja hier nichts. Weil dann craft ich wieder Waffen, die im Endeffekt ich eh nicht brauche, die ich dann nur verkaufen kann, was viel weniger sehen wahrscheinlich bringt, als einfach Ding zu konsumieren. Okay, gibt keinen Sturmangriff, dafür braucht man Gewandtheit, dafür bin ich zu fett. Was für eine Waffe, also du wolltest jetzt Hiebwaffen, ne? Was? Ich kann ja, überlegen, welche Waffe du denn führst. Ja. Ja, aber du brauchst für Vorstoß Gewandtheit 13. Dass du es kaufen darfst. Ich merke schon, Gewandtheit ist dein niedrigstes, ne? Ist ja auch realistisch, glaube ich. Ja. Ja, bei einem fettleibigen Zwergen braucht es Gewandtheit das niedrigste, das ist korrekt. Das und Fingerfertigkeit wird bei ihm wahrscheinlich ein bisschen kritisch. Nein, Fingerfertigkeit ist nämlich extrem wichtig bei Lebensmittelbearbeitung. Ja. Da ist es sehr gut drin. Great chest ahead. And overcome much chosen undead. Come hither, child. Ja, Quatsch, Bier. Oh, chosen undead. I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and queen of sunlight. Since the day. Naja, muss ich den Gegner halt immer umrennen. Gar nicht. I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel. Lars, du bist so still, alles gut? Ich höre der Frau mit den großen Brüsten zu. Succeed Lord Gwyn. Wie die redet. And inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight and avert further undead sacrifices. Wer möchte den Backman-Move machen? Oh, chosen undead. Thou hast. Schlag sie. Eidleis. Tobi, manchmal, aber nur manchmal. I have awaited thee, once living, now undead, and beseech thee, a grave and arduous indeed, we had felt without fire. Okay, gut. Now thou shalt tschüss. Forth, chosen undead. May thou... Ja. Alter, es geht hier mit dem Vieh ab, ey. Voll gehypt, die Frau. So, ich hab das Herrschergefäß. Deutsch ganz komisch. Herrschergefäß. Was ein Chaos hab ich stehen gelassen, ey. Boah, bin ich froh, dass ich die erledigt habe, ey. Halleluja. So, ich habe hier aber noch eine Rechnung offen. Die Rechnung nennt sich der komische Apfel hier. Das ist ein komischer Name. Wenn der Sohn der Welt ist Feuerhind, Hüterin Mörders. Ja, komm. Aber! Quasi auch eine Art und Weise, wie PvP funktioniert, simuliert an PvE. Mhm. Mit 2 ist das zwar groß. Ich locker noch 4. Aha! Lautrick ist der Mörder. Schon gewundert, wo du hingegangen bist, nachdem das er tot. Das war das einzige Mal, wo wir gesagt haben, schlag ihn, wäre die richtige Alternative gewesen. Ja, ich glaube auch. Ja. Well. Alter. Voll die Yeet Gang. Lautreck, Stuhl wieder. Ich mag keine Stuhl wieder.
Okay, das sieht nicht gut aus. Loca, living la vida, loca. Ruby versucht es hier mit einem sogenannten Sidestep. Zweimal rechts, einmal links. Wer übernimmt die Führung? Ja, es geht jetzt mit ihm. Er kam kurz angerannt und wollte mich mit der Faust schlagen. Hier sehen Sie einen Blauritter im natürlichen Habitat. Das Alpha-Männchen versucht hier Dominanz gegenüber dem Eindringlichen seines Reviers sich zu verteidigen. Wenn wir irgendwo hochklettern müssen, lass mich einfach zurück, okay? Kann man dich nicht einfach runterwerfen und dich dann als Boing-Boing-Rettung... Also runter geht, hoch ist schwieriger. Ich glaube nicht mal Brocco kriegt mich hochgetroffen. Na, man hätte einfach mit dir schön Babyfreistoß gemacht und ich nur so, hui! Ja, da war dann wen zum Saufen. Ja. Also glaub mir mal, wie dann die Abende in der Taverne aussehen. Ich freu mich. Tobi sicher auch, weil Tobi ist ja jetzt schon unzufrieden, wie schnell wir einfach durch den Plot waschen. Und deswegen wäre es gut, dass wir noch einen Charakter haben, der diesen Plot noch ein bisschen an der Zeit. Jetzt mal ganz ehrlich, ich hatte gerade geblockt und hatte noch volle Ausdauer. Wie konnte er mich töten? Wahrscheinlich am Schild vorbei. Magi. Aber er hat sein Schwert mit Magi eingerieben. Das Auge ist aber noch da, also ich habe jetzt quasi endlos viel Versuche, das ist nett. Da waren sie einmal nett. Da kann ich das hier auch benutzen, da muss ich davor laufen. Aber wir, sind ja bei der 180 Grad gewesen. Achso, ne? Stimmt. Ja, dann mach mal. Jetzt ist mir auch egal. Boss ist tot. Lang lebe der Boss. Lang lebe der König. Hä, die Säule wieder aufgebaut. Voll der Story-Fehler, Alter. Im Fehler. Jetzt sag ich noch was. Denkst du? Meinst du, da kamen kurz Architekten und haben es wieder aufgestellt? Du kennst ja den heimlichen Zwergenbaumeister, der sich hier im Schloss versteckt, nicht? Übrigens, geh mal kurz 5 Minuten mit Tastatur. Mit Tastatur? Okay. Mhm. Let's go. Maus und Tastatur. Du hast die Maus benutzt. Mhm. Ich Maus ist blocken, linke Maus ist schlagen, rechte Maus ist rollen. Stell dir mal vor, einfach nur mit Tastatur. Ja, geil, nicht mehr angreifen. Ja, das macht ja keinen Sinn. Wer hat denn Rennen nicht auf Shift gelegt? Welcher Depp? Japaner! Japaner! Ah, übrigens, sorry, wenn ihr, Sorry hat ja vorhin schon gesagt, wir haben einen sonnigen Tag, deswegen ist die ganze Zeit auch so in meiner Facecam, also wundert euch deswegen nicht. Wenn ihr geblendet seid, von mir. Ja, shine bright like a Tobi. Ja, geht zurück. Ciao. Spotify schlägt mir Tattoo vor. Da ist die Stimmung von gestern noch ein bisschen übrig. Jetzt mal ganz ehrlich. Wer hat sich die Steuerung auf der Tastatur, auf der Maus bitte ausgedacht? Japaner! wo renne ich? Marco LP oder so, der bei Mega Man so ausgerastet ist oder so, die. Keine Ahnung, ich weiß doch, dass da irgendwer einer war, der da kommt. Verdammt, Japaner! Der dumme Sau hat Facebook! Na, warten Sie ab, oder? Ja, das war Facebook geflamed! gute alte Zeiten. Auch passender Song. It's getting hot in here. So take off all your clothes. Hat ja anscheinend immer nur 2 Assessor-Cores. Nein, ich will nicht umschalten. Ich hab das Mausrad nicht mal runtergerollt. Ich meine, Blocken macht doch...
Ja, gerade mir. Pack up all your clothes. Oh, dieser Magier, ne? Er kotzt einfach an. Warum hast du die Ola rumgebracht, Mann? Die hat uns letztes Lacorse gegeben. Ja, damit ich durchmache, damit Schaden, das ist doch... Nur weil ich ein Geist bin. Alter, die Steuerung mit Tastaturmaus ist ja übelst beschiss. Mhm. Ich muss hier flicken, um die Wahl zu ändern. Aber das ist, geht so schnell von automatisch, dass du es gar nicht machen willst. Ich weiß auch nicht, wie der starke Schlag geht. Den Gemaus aus gedrückt halten ist es nicht. Ich auch, ehrlich gesagt nicht. Das weiß niemand. Ja. Oh, yeah. Okay, das ist Parry, interessant. Nein! Ja, okay. Ich bin rausgeklickt, weil dafür kann man schon mal rausklicken. Ah, ah, 181, ah, ah. Ah, noch 20 Stuhl, dann konnte ich kochen. Hast du schon Hunger, sagst du? Guck mal bitte in den Chat, beide. Na, ist ja kein Geheimnis, dass wir nebenbei einen Tobi Tobsens Prepare to Die Nebenchat haben. Wir müssen uns ja eben auch absprechen. Ich weiß nicht, wer das absprechen wollte. Ist doch nichts vorgefallen. Hä? Hä? Ernsthaft jetzt? Umschalt! Umschalt ist der starke Schlag! Und es geht auch nicht. Hey, gerade konnte ich doch mit der Taste hier parieren. Och Mann, ich will den Controller zurück. Keiner kann so Dark Souls spielen. Ich habe irgendwie die Steuerung umgelegt. Egal, so. Ciao. Ich weiß nicht, wie man rennt. Das ist noch 40 Sekunden. Ich gehe jetzt... Wohin gehe ich, will ich denn jetzt eigentlich? Na komm, ich gehe mal durch den Haupteingang. Na leid, ich kann nicht rennen, liebe Zuschauer. Ich würde jetzt gerne ein bisschen schneller sein, aber... Ich weiß nicht, welche Taste. Ich habe es fast hier durch. Altes langsam laufen. Forever young. I wanna be forever young. Du darfst wieder auf Controller wechseln. Gott sei Dank. Schnell weg hier. Ach Mann. Hä? Er hat mich gedrückt. Ich hab wieder nichts. Irgendwie Krümel in der Tastatur. Macht ihr das eigentlich auch einmal im Jahr, dass ihr eure Kopf Wasser nimmt, eure Tastaturkopf über drüber halt schüttelt und danach dann so eine schöne Brühe habt? Nein. Ich mach das öfters. Ja. Ja, aber dann sind die doch mal so dünn, weißt du? Einmal im Jahr hast du dann so eine richtig schöne... Schmeckt gut. Halt so gut. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Ich habe hier noch offene Dinge. Ich habe überall offene Dinge, aber ich komme bei manchen Stellen einfach noch nicht weiter. Ja. Genau. Do you wanna really want to live forever? Forever. And ever. Die 80er schon. Wirklich kreativ. Also ich bin ehrlich, ich komme nicht auf die Tasten. Ich habe zwei Extra-Tasten hier. Ich zeig das mal ganz gut. Hier sind zwei Extra-Tasten, die auch schlagen sind. Mhm. Bei Razer Controller. Aber ich komme da nicht. Ich komme da nicht drauf und trotzdem macht er es. Also er hat jetzt gerade irgendwie noch die Tastaturstörung drin. So mache ich gerade Kirre. Guck hier, Post 1, es steht überall. Ja. Deswegen, er behandelt es so, als würde ich klicken. Das fange ich hier gleich runter, weil. Ja, ich hätte den Typ jetzt noch öfter probieren müssen. So, dann. Scheiße. Wenn er die Feuerhüterin wieder zurückbringt.
Egal, ich muss jetzt mal wieder die Tastatursteuerung wieder wegkriegen. Das kann man wichtig. Ja, ich geh kurz raus, ich folge eh gleich, ich bin jetzt eh die Folge. Geh mal zu der Feuerhüterin, dann krieg ich wieder 10 Astro-Kurs. Und da ist das, ah ne, ich muss das Ding erst platzieren, dass ich die goldene Wand wegbekomme. Jetzt hör auf! Danke. Okay Leute, mit dem Charakter muss ich die nächsten 10 Mal steigern, glaube ich, die Wand halt steigern, damit ich Vorstoß kaufen kann. Auch wenn es keinen Sinn macht. Gut Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Sing wie Tobi!